Ja, hallihallo und ein herzliches Willkommen hier auf Shorties Astrobase. Heute mal ein kleines Infovideo, und zwar werde ich ab jetzt, wie ihr das hier schon seht, mit zwei Setups an den Start gehen. Ich habe mir Weihnachten noch einen Star Adventurer von Skywatcher gegönnt, ebenfalls eine Fotomontierung, genau wie mein Sky Guide Pro. Und ja, viele werden sich jetzt fragen, warum zwei Setups? Nun, ich habe in den letzten Monaten festgestellt, dass klare Nächte sehr rar sein können. Ich meine, das ist nichts Neues. Aber wir Astrofotografen sind nun mal auf sternklare Nächte angewiesen. Und wie gesagt, davon gab es halt nicht allzu viele in den letzten Monaten. Und das Problem ist halt, wenn man nur mit einem Setup arbeitet, dann kann man halt auch nur mit einer Brennweite jeweils immer aufnehmen, und genau das wollte ich jetzt ändern. Und ein zweiter Grund war aber auch, dass ich bei meinem Skyguider Pro immer gewechselt habe zwischen meinem Zenithstar 73 und der Kamera mit meinem Rokin 935 mm, und das bedeutete für mich immer ständig hier die Halterung umzubauen von der Vixen-Schienenhalterung für den Zenithstar und dem Ballhead für die Kamera mit dem Rokinon. Und das wollte ich jetzt auch ein bisschen umgehen. Und der zweite Vorteil, den ich dadurch natürlich habe, ich kann mit zwei Brennweiten aufnehmen und, wenn es nötig ist, auch zwei verschiedene Objekte gleichzeitig aufnehmen. Dazu habe ich mir auch noch zusätzlich zu meiner Canon 2000D, die ich ja bis jetzt immer verwendet habe, noch eine zweite Kamera zugelegt. Das hier ist eine Canon 1200D, also ein etwas älteres Modell. Ist aber nicht so schlimm. Auch die ist Astro-modifiziert, genau wie die 2000D. Und ich kam leider bis jetzt noch nicht dazu, die auszuprobieren, wie die Qualität ist im Vergleich zur 2000D. Wird aber so einen großen Unterschied nicht machen. Da ich die Kamera noch nicht ausprobieren konnte, sagt das natürlich auch aus, dass ich wahrscheinlich den Star Adventurer noch nicht ausprobieren konnte im Praxistest. Ist natürlich so, ich hatte keine klare Nacht, wo ich das hätte tun können, seit ich den gekauft habe, also geliefert wurde er mir Anfang Januar. Ja, war halt leider nichts bis jetzt. Ich habe ihn mir aber schon mal etwas genauer angeschaut und mal einen Vergleich angestellt mit meinem Skyguider Pro. Es ist im Prinzip genau das gleiche. Der Star Adventurer hat aber einen Vorteil, nämlich ich kann ihn mit einem 5 Volt USB-Kabel mit Strom versorgen. Das geht bei meinem Skyguider Pro nicht, da bin ich wirklich auf den internen Akku angewiesen. Und hier kann ich halt über den USB 5 Volt Anschluss den Star Adventurer direkt mit meiner Powerbank oder meinem Powertank verbinden und ihn damit mit Strom versorgen. Es geht auch mit 4 Batterien vom Typ AA. Bin ich aber jetzt kein Freund von, weil ich nutze diese Montierung ja auch im Winter und da ist halt die Luftfeuchtigkeit ziemlich hoch. Und ich weiß nicht, ob da jetzt unbedingt Feuchtigkeit in das Batteriefach gelangen muss. Ist, glaube ich, nicht so gesund. Ich weiß es nicht, das Batteriefach kommt mir auch nicht besonders dicht vor. Also da habe ich ein bisschen Bedenken, von daher werde ich den USB-Anschluss nutzen. Aber wie gesagt, es geht auch mit 4 Batterien. Wie lange die letzten Endes natürlich halten, das kann ich nicht sagen. Noch dazu in Kälte. Die normalen Batterien gehen da meistens schneller leer als ein Akku. Müsste man austesten, aber wie gesagt, ich empfehle hier tatsächlich die Stromversorgung über den USB-Anschluss. Ein paar kleinere Sachen sind mir aber auch gleich negativ aufgefallen beim Star Adventurer. Und zwar zum einen die Basis hier unten. Die ist zwar oder wirkt für mich zwar stabiler wie die des Skyguiders, aber ihr habt hier kleine Feststellschrauben. Das heißt, wenn ich das Polar-Alignment mache und ich drehe diese Basis in Richtung Polarstern, nach links oder rechts, also justiere das Ganze, habe ich hier zwei Schrauben. Die habe ich beim Skyguider Pro auch. Ja, die kann ich lockern, dann kann ich das Ganze ausrichten und dann ziehe ich die Schrauben wieder fest.
Beim Skullguider sind das Schrauben mit kleinen Plastikköpfen, die ich mit der Hand problemlos drehen kann. Beim Star Adventurer brauche ich dazu einen Impulsschlüssel, weil das ganz normale Impulsschrauben sind. Stelle ich mir jetzt kompliziert vor, wenn ich im Dunkeln draußen das Setup aufbaue und dort erst mit dem Impulsschlüssel noch hantieren muss, um diese Schrauben zu lockern und festzustellen. Wie sich das Ganze letzten Endes im Praxistest gestaltet, das werde ich dann sehen, wenn es soweit ist. Aber wie gesagt, das ist mir persönlich jetzt negativ aufgefallen. Hätte ich mir gewünscht, die gleiche Lösung wie beim Skullguider, damit man die schön mit der Hand festziehen kann. Und eine weitere Sache. Der Skullguider Pro hat eine interne Beleuchtung für das Polar Scope. Das hat der Star Adventurer nicht. Stattdessen bekommt man so ein kleines Teil hier mitgeliefert. Da ist vorne drinne eine kleine LED verbaut. Und das Ganze läuft über eine Knopfzelle, eine 2032. Und das wird hier vorne auf den Star Adventurer gesteckt und damit kann man das Polar Scope beleuchten. Ich konnte es jetzt noch nicht draußen im Freien ausprobieren, wie die Beleuchtung ist. Ich habe es aber mal kurz hier im dunklen Raum getestet. Allzu begeistert davon war ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Muss ich halt dann schauen, wie gut das Ganze dann in der Praxis zu erkennen ist, wenn ich wirklich nach dem Polarstern ausrichten muss. Es ist natürlich auch, wenn man das Ganze im Dunkeln draußen macht, die Frage, wie schnell kann man das Ding hier auch verlieren, ne? Ich meine, klar, man sucht dann auf Boden und versucht es wiederzufinden, aber ich finde es halt nicht praktisch. Da wäre mir halt eine interne Beleuchtung wesentlich lieber gewesen. War aber wahrscheinlich auch nicht machbar. Dadurch, dass das Ganze an Batterie läuft, kann ich mir als Grund aber auch nicht wirklich vorstellen. Also, keine Ahnung, warum man sowas hier macht. Eine interne Beleuchtung wäre einfach besser gewesen. Aber gut. Und eine dritte Sache habe ich noch, und zwar die Befestigung für Kamera bzw. Teleskop. Ihr seht jetzt hier den montierten Kugelkopf auf dieser Schiene hier vom Star Adventurer. Und normalerweise ist an dieser Stelle hier, wo jetzt der Kugelkopf montiert ist, diese Platte hier montiert. Ja, also die ist im Prinzip so hier anmontiert anstatt des Kugelkopfes. Und das Problem an der ganzen Sache ist aber, diese Schraube, die sich hier befindet, also mein Kugelkopf passt auf diese Schraube nicht. Ja, der hat ein anderes Gewinde. Ich weiß nicht, ob es jetzt Kugelköpfe gibt, die dieses Gewinde hier verwenden, was hier dran ist, aber meiner passt definitiv nicht. Es gibt einen kleinen Adapter, den man hier draufschrauben kann, um die Größe der Schraube zu ändern, aber auch das ist bei meinem Kugelkopf sehr ungünstig, weil sich das Ganze nicht richtig festdrehen lässt. Ich kann im Prinzip diesen kleinen Adapter bei meinem Kugelkopf komplett reinschrauben und der fällt dann drin irgendwie raus, weil der Kugelkopf innen drin natürlich einen kleinen Hohlraum hat, wo die Kugel sitzt. Das hier ist zum Befestigen der Wichsenschiene, wie zum Beispiel hier. Aber befestige ich die Wichsenschiene direkt auf dieser Schraube hier, habe ich zumindest bei meiner Schiene hier zwei Möglichkeiten, die zu befestigen, weil ich nur zwei passende Löcher habe. Ich weiß nicht, es gibt natürlich verschiedene Wichsenschienen. Es kann auch sein, es gibt eine, wo du vier Möglichkeiten hast, das Ganze zu befestigen, aber man kann es halt nicht hin und her schieben, wie ich das hier kann. Es gibt hierfür einen Aufsatz, eine Wichsenschienenhalterung, die muss man allerdings extra kaufen, finde ich persönlich jetzt auch nicht so gut, also hätte man durchaus beilegen können beim Skullguider Pro. War die Halterung ja auch dabei, also es ist definitiv nicht unmöglich. Hätte man als Zugabe noch machen können. Und wenn ihr den Star Adventurer mit einem kleinen Refraktor verwenden wollt, wie zum Beispiel den Zenith Star 73 bei mir, dann braucht ihr auch hier definitiv eine Verlängerung dieser Gegengewichtsstange, so wie ich es hier bei dem Skullguider gemacht habe, um das Ganze ein bisschen besser auszubalancieren. Oder ihr braucht einfach ein zweites Gegengewicht. Ein zweites Gegengewicht ist aber auch so eine Sache, denn ihr könnt das ja nur daneben setzen, neben dem Original hier.
Und auch dafür wird, denke ich mal, diese Stange ein bisschen kurz. Müsst ihr halt dann testen. Es gibt eine Verlängerung auch für den Star Adventurer, das ist kein Problem. Aber muss man dann natürlich auch extra wieder dazu kaufen. Aber beim Skyguard Pro war es genauso. Ich hätte auch hier ein zweites Gegengewicht nutzen können, aber wie gesagt, das Ausbalancieren ist wesentlich einfacher mit dieser Verlängerung. Und das wird auch beim Star Adventurer so sein. Ansonsten ist das Setup ziemlich gleich. Es ist das gleiche Stativ. Ich bin mit diesem Stativ ganz zufrieden, von daher habe ich das gleich nochmal gekauft. Der Auslöser ist auch der gleiche. Es ist ein Intervallauslöser von Neuer. Und genau auch so die Linsenheizung hier. Wie gesagt, wie sich das Ganze dann letzten Endes im Praxistest schlägt, dazu gibt es dann ein extra Video, wenn ich dazu komme, das Ganze auszuprobieren. Und ich hoffe mal, dass das in den nächsten Wochen passiert. Aber wie das Wetter halt so ist, na, man kann es halt nicht beeinflussen. Vom Gewicht her ist der Star Adventurer ein bisschen schwerer als der Skyguard, habe ich festgestellt. Sollte aber nichts ausmachen, wenn ihr ein ordentliches Stativ habt. Meins hat 10 Kilogramm Tragkraft. Ist also kein Problem. Ja, das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, rein zur Info, ich arbeite jetzt mit zwei Setups. Ich werde auch immer zu den Bildern dazu schreiben, welches Setup das war, was ich da benutzt habe, beziehungsweise welche der beiden Kameras und ob das 135mm Rokinon oder halt mein Zenith Star, was aber an der Brennweite wahrscheinlich auch erkennbar sein sollte, dann bei den Bildern. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich in einem der nächsten Videos endlich mit einer neuen Deep Sky Aufnahme von mir. Hoffen wir, dass das Wetter mitspielt. Ansonsten folgt mir gerne auf Instagram, Twitter oder auf meinem Discord, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.